Das ist unser DWZ Newsroom. Die Woche beginnt am Montag. Ist bei mir Birte Hansen aus der Redaktion. Hallo. Guten Morgen. Du hast auch schon darüber berichtet, dass Honky Tonk ist erstmal gestrichen in Hameln. Das ja, so halt. Also so zumindest halt. Der Name ist gestrichen. Aber Live-Musik soll es weitergeben und es gibt ja eigentlich gefühlt in der Stadt jedes Wochenende Live-Musik. Genau, deswegen wollen wir mal so ein bisschen genauer nachfragen oder mal bei den Kneipiers hören, ist es eigentlich schon zu viel und braucht Hameln noch ein Musikfestival? Mhm. So bekommt der neue Veranstalter, der das jetzt machen wird, es tatsächlich hin, da die Kneipen wieder voll zu kriegen mit seinem Konzept. Denn wenn in 10 Kneipen gleichzeitig Musik ist, da muss man schon überlegen, wo gehe ich hin? Ne? Also das ist nicht so einfach. Hat Hameln zu viel Live-Musik? Das ist die Frage. Wir wollen es wissen. Also ich glaube gar nicht, dass man zu viel haben kann, aber hat Hameln schon so viel Live-Musik, dass man an einem Abend nicht noch ein Festival daraus stricken muss? Das wäre vielleicht die Fragestellung, die wir zu beantworten versuchen. Und Birte wird euch natürlich was dazu schreiben. Und das Ganze lest ihr dann online auf dwz.de in der Dienstags-DWZ. Und auf Twitter gibt es auch noch ein bisschen was. Und haben wir was vergessen? Ich glaube nicht. Nee. Ich glaube, das war's. Bis morgen. Ciao.